Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute liegt der Fokus bei der Trainingseinheit auf unserer Körpermitte und vor allem auf dem Bauch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Training. Starte in der Position des Kindes. Diese Haltung kannst du immer wieder während des Trainings gerne einnehmen, wenn du eine kurze Pause benötigst. Nimm hier zu Beginn ein paar tiefe Atemzüge. Atme ganz bewusst in deinem Bauch ein und aus. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Dann bau etwas Spannung in deinem Körper auf und komm hoch in den Vierfüßlerstand. Handgelenk, Ellbogen und Schultergelenk bilden eine Linie, löst deine Knie vom Boden. Halte hier, der Bauch ist ganz fest und komm dann wieder zurück in die Position des Kindes. Mit deiner nächsten Ausatmung gehst du wieder vor, hältst hier kurz und mit deiner Einatmung setzt du dich wieder zurück. Atme aus, komm nach vorne. Die Ellbogen bleiben leicht gebeugt, der Rücken gerade. Mit deiner Einatmung setzt du dich wieder zurück. Führe diese Bewegung weiterhin fort in deinem Atemrhythmus. Halte nun oben im Vierfüßlerstand. Die Ellbogen bleiben leicht gebeugt. Zieh den Bauchnabel leicht nach innen. Und dann löse im Wechsel immer einen Fuß vom Boden, Spannung kurz halten und setze ihn wieder ab. Achte darauf, dass dein Becken parallel bleibt, dass du so wenig wie möglich von rechts nach links schwankst. Der Bauch arbeitet, spann deine Körpermitte an und atme ganz wichtig gleichmäßig weiter. Gleich geschafft, noch ein paar Wiederholungen und dann setz dich wieder zurück in das Kind. Lockere gerne kurz deine Handgelenke aus, verschnauf kurz, gönn dir eine Pause. Komme nun noch einmal nach oben für eine zweite Runde. Die Füße werden aufgestellt, die Knie lösen sich vom Boden. Bauchspannung halten und dann im Wechsel nochmal die Füße vom Boden lösen. Der Bauch ist fest, die Ellbogen leicht gebeugt. Atme gleichmäßig weiter. Und geschafft. Setze deine Knie noch einmal ab, lehn dich zurück, atme durch, kurze Pause. So, dann starte eine zweite Runde von unserer allerersten Übung. Komm vor in den Vierfüßler, halte dort kurz. Bauchspannung aktivieren, setze dich dann mit deiner Einatmung wieder zurück in das Kind. Kurze Pause, solange du sie brauchst, ehe du wieder nach vorne gehst mit der Ausatmung in den Vierfüßler. Achte darauf, dass deine Ellbogen leicht gebeugt bleiben und das Handgelenk, Ellbogen und Schulter eine Linie bilden. Arbeite in deinem Atemrhythmus, spann deinen Bauch fest an, der Rücken bleibt gerade. Halte bei deiner nächsten Wiederholung wieder oben im Vierfüßlerstand und löse jetzt im Wechsel immer eine Hand vom Boden. Bring sie nach oben zu deiner Schulter oder wenn du es etwas einfacher, etwas leichter haben möchtest, dann heb sie einfach immer nur leicht an und setz sie wieder auf. Entscheide selbst, ob du sie zu deiner diagonalen Schulter führen möchtest oder nur leicht abheben willst. Im Wechsel die rechte und die linke Hand lösen. Versuch wieder so stabil wie möglich zu bleiben, so wenig wie möglich von rechts nach links zu wackeln.
Atme gleichmäßig weiter und dann hast du es auch schon geschafft. Setz dich noch einmal zurück, kurz entspannen und gerne die Handgelenke auslockern. Tief durchatmen. Mach dich dann bereit für eine zweite Runde. Komm noch einmal nach oben, löst die Knie vom Boden. Der Rücken ist gerade, Bauchnabel zieht ebenfalls nach oben. Und dann entscheide dich wieder, ob du deine Hände diagonal zur Schulter führen willst oder sie nur leicht vom Boden lösen willst. Spannung halten, zweite Runde, auch hier von dieser Übung. Atme wieder gleichmäßig in deinem eigenen Rhythmus weiter. Die Ellbogen bleiben leicht gebeugt, der Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule. Super, dann setz dich noch einmal zurück in das Kind und gönn dir eine kurze Pause. Atme nochmal ganz bewusst in deinem Bauch, tief ein und aus. Setze dich jetzt langsam wieder auf und dreh dich in eine Seitlage. Stütze deinen Ellbogen unter deiner Schulter auf und bring deine Beine in einen 90-Grad-Winkel. Positioniere deine Beine dann so, dass Oberschenkel und Oberkörper sich in einer geraden Linie befinden. Achte darauf, dass du Platz zwischen Ohr und Schulter schaffst. Löse dann deinen Po vom Boden und halte oben. Wenn du möchtest, kannst du gerne deine Hand erstmal auf dem Boden lassen, zur Stabilität, zur Sicherheit. Wenn du dich sicher fühlst, dann löse den Arm gerne von der Matte. Dreh dich dann ein und wieder nach oben auf. Dein Blick folgt deiner Hand. Führe mit deiner Einatmung den Arm nach oben und mit deiner Ausatmung rotierst du dich ein und hältst die Spannung in deinem Bauch. Eine letzte Wiederholung noch. Halte dann oben und streck dein oberes Bein aus. Spannung halten, gleichmäßig weiteratmen. Der Po bleibt in der Luft. Gleich geschafft. Die letzte Sekunde. Und dann komm langsam wieder nach unten. Locker gerne kurz deine Schulter aus. Atme durch. Komm dann noch einmal auf derselben Seite in den Seitstütz und entscheide selbst, ob du deine Beine angewinkelt oder ausgestreckt positionieren möchtest. Ausgestreckt ist wesentlich anstrengender. Fortgeschrittene nehmen diese Variante. Komm dann nochmal nach oben, der Po löst sich und wir halten einfach statisch. Gleichmäßig atmen, drück deine Beine zusammen, lass deine Schulter tief. Gleich geschafft, die letzten Sekunden. Spannung halten. Sehr gut, dann komm wieder tief und leg dich einmal in deiner Seitlage ab. Wir bleiben auf derselben Seite. Leg den Kopf ganz entspannt auf deinen Arm. Stütz deine Hand vor der Brust auf und lass etwas Platz zwischen deiner Taille und der Matte. Presst dann beide Beine fest zusammen und löse sie von der Matte. Halte oben und führe deine Beine hoch und wieder tief. Ausatmen nach oben, einatmen tief. Einmal absetzen, kurz durchatmen, einmal tief ein und aus und dann bau deine Spannung wieder auf. Wir machen eine zweite Runde auf derselben Seite, beide Beine wieder vom Boden lösen, hoch und tief.
noch 10 Stück. 9. 8 noch. 7. Gleich geschah. Die letzten 5. 4. 3 noch. 2. Und dann leg deine Beine nochmal ab. Atme durch. Und setz dich dann langsam auf. Wechsle einmal die Seite. Wir beginnen wieder mit unserem Seitstütz. Achte darauf, dass sich der Ellbogen unter der Schulter befindet. Winkle deine Beine wieder im 90-Grad-Winkel an. Und achte darauf, dass Oberschenkel und Oberkörper wieder in einer geraden Linie verlaufen. Achte dann erneut darauf, dass zwischen Ohr und Schulter Platz gemacht wird. Löse den Po vom Boden und entscheide wieder selbst, ob du unten halten möchtest mit deinem Arm oder nach oben kommst und die Rotation ausführst. Tief gehen und hoch. Atme wieder aus, rotiere dich ein, atme ein, komm wieder nach oben. Eine letzte Wiederholung und dann halte wieder oben. Po nochmal ein Stückchen weiter nach oben bringen und dein oberes Bein einmal lösen und ausstrecken. Spannung halten. Gleich geschafft. Die letzten Sekunden laufen. Und dann komm wieder tief. Lockere wieder kurz deine Schulter aus. Durchatmen. Wir machen weiter mit der zweiten Runde auch auf dieser Seite. Entscheide wieder selbst, ob du deine Beine angewinkelt oder ausgestreckt halten möchtest. Ellbogen unter der Schulter und dann komm hoch. Löst den Po vom Boden, wir halten wieder statisch. Atme gleichmäßig weiter. Ein paar Sekunden noch, gleich geschafft. Sehr gut, komm wieder tief, wenn du willst, locker nochmal kurz den Oberkörper aus und dann leg dich in Seitlage ab. Der Kopf wird ganz entspannt auf dem Arm abgelegt, die andere Hand stützt vor der Matte. Achte wieder darauf, dass du etwas Luft zwischen Taille und Matte schaffst. Löst dann deine Beine vom Boden und führ sie auch hier wieder tief und hoch. Drück deine Füße, deine Beine fest zusammen. Sehr gut. Setze deine Beine einmal ab. Atme kurz durch. Und dann bau die Spannung auch schon wieder auf. Drück deine Beine zusammen und wir gehen in die zweite Runde. Ausatmen, hochkommen. Einatmen, die Beine wieder absenken. Die letzten 8 Stück. Gleich geschafft. Noch 5. 4 noch, 3 noch, 2 Stück noch und einen letzten. Dann löse die Spannung und komm noch einmal in den Vierfüßlerstand. Und von hier aus in unsere Anfangsposition in das Kinn. Nimm noch einmal ein paar tiefe Atemzüge, atme ganz bewusst in deinem Bauch. Tief ein und aus. Und dann beginnen wir gleich mit der letzten Übung in dieser Trainingseinheit. Komm einmal in den Vierfüßlerstand.
Handgelenk, Ellbogen und Schultergelenk bilden wieder eine gerade Linie. Löst dann die Knie nochmal vom Boden. Füße kommen im Wechsel hoch und dann Spannung, Hände abheben. Wechsle dann nochmal zu deinen Füßen, rechtes Bein und linkes Bein. Dann sind wieder die Hände an der Reihe. Entscheide selbst, ob du deine Hand immer nur kurz vom Boden lösen möchtest oder ob du sie diagonal zu deiner Schulter führen willst. Arbeite immer im Wechsel, einmal die Hände und dann die Füße. Gleich geschafft, die letzten Wiederholungen. Spannung halten, der Bauchnabel zieht nach oben, der Rücken bleibt gerade. Sehr gut, halte dann noch einmal statisch in der Luft, ohne Bewegung, Bauchspannung halten und setze jetzt ab, komm zurück in das Kind, entspann dich, du hast es geschafft. Nimm hier nochmal ein paar tiefe Atemzüge, ganz bewusst in den Bauch, tief ein und aus. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss mittrainiert hast, dir und deinem Körper etwas Gutes getan hast und hoffe, dass wir uns in der nächsten Trainingseinheit wiedersehen. Nimm dir gerne noch etwas Zeit, um dich langsam aufzusetzen, nochmal durchzuatmen und dann in deinem Tempo aufzustehen. Wenn du noch Lust und Zeit hast, empfehle ich dir, noch nach dem Workout ein Stretching-Video zu machen. Ideal dafür eehignet sich ein Stretching, ein Dehnprogramm für deine Flanken, die Außenseiten deines Oberkörpers. Wenn du noch Lust darauf hast, findest du den Link dazu in der Infobox.